Hallo, ihr Quirlinge! Iratus, das Warzenwunder, grüßt euch aus seinen Katakomben unter dem namenlosen Reich und wir sind kurz vor dem Ende der ersten Staffel von Iratus Lord of the Dead, dem Quirlplay davon. Denn wir hatten ja gesagt, dass wir hier auf dem Kinderspielmodus nur so ein paar Episoden verbringen. Und zwar die Episoden, um die Mine einmal komplett zu machen und so ein paar grundsätzliche Sachen zum Spiel zu lernen. Und da gibt es noch viel zu lernen, darauf komme ich gleich. Es werden jetzt noch zwei Episoden kommen, nehme ich an. Wir machen jetzt diese Queste hier und dann vielleicht noch einen Kampf, mal gucken. Und dann versuchen wir in der nächsten Episode hier diesen Boss zu legen, den dicken da wahrscheinlich mit diesem goldenen Helm. Und dann sind wir hier draußen, dann können wir die Minen verlassen. Dann ginge es weiter in den Zwergentunneln und dann Söldnerkaserne, Katakomben und schließlich Kathedrale. Aber das ist alles Zukunftsmusik, wird es in der Staffel nicht geben. Ich plane gegenwärtig, dass wir auf dem nächsthöheren Schwierigkeitsgrad wieder anfangen. Dann nach den beiden Episoden, die hier noch kommen. Und das machen wir dann aber in einer neuen Playlist, in einer neuen Staffel, Staffel 2 dann. Und dann spielen wir die so lange, bis ihm die Warzen nachwachsen, quasi. So, aber erstmal zu ein paar inhaltlichen Sachen. Ihr habt mir nämlich erklären können, warum Finsterherz, die dunklen Götter haben ihn selig, verschieden ist in der letzten Episode. Und zwar hatte er sehr, sehr viele Debuffs auf sich und der Henker hatte entsprechende Buffs. Und das hat sich halt unliebsam ausgewirkt auf den Finsterherz oder auf das Finsterherz. Und dabei war ich kurz davor, ihn zu retten. Ich habe nur den Skill der Mumie falsch angewendet. Den Skill, der da heißt... Wie heißt denn das? Das heißt... Ist das hier? Ja, richtig. Verfluchtes Mal. Entfernt alle Debuffs von Verbündeten. Das habe ich versucht, ist mir aber nicht gelungen in der letzten Episode. Und man muss einfach diesen Skill auf die Mumie selbst anwenden. Denn, was ich missverstanden hatte, dieser Skill entfernt nicht nur Debuffs von einem einzigen der Verbündeten der Mumie, sondern von allen. Und deswegen ist es nicht sinnvoll, irgendeinen anderen Verbündeten der Mumie auszuwählen, wenn man das hier macht. Sondern man muss die Mumie selbst auswählen, weil die dann alles aufklaubt und aufsaugt, was da an Debuffs links und rechts von ihr in den eigenen Reihen, ja, an den Kameraden klebt. Und das hätte ganz viele Debuffs von Finsterherz entfernt und dann hätte er womöglich, mit hoher Wahrscheinlichkeit sogar, den entsprechenden Streich dieses Henkers überstanden. Okay. Lernen durch Schmerz. So. Was haben wir noch an Neuigkeiten? Wir haben... wir haben die Zusage von Luther, dass er einen der Verblichenen übernimmt. Wo ist denn der? Ich habe jetzt ein paar Tage nicht gespielt und schon ist wieder alles weg. Komm du mal her. Also, Luther übernimmt den hier noch. Und er soll deswegen heißen... Asthmatischer Asmodie. Das muss genau passen, genau. Das ist Luthers Zweitcharakter, der lauernde Luther und der asthmatische Asmodie. Und wie der hier gesteigert werden soll, weiß ich nicht. Irgendwelche gravitationsneutralisierenden Effekte kann er bereits, wie wir ja im Buch sehen. Luther, sag mal, was er machen soll. Knochensplitter gibt es hier in dieser und jener Ausprägung, aber das ist das Spiel ja selber. Insofern muss ich hier gar nicht so viel mir ausdenken. Trotzdem gehe ich einmal kurz durch, damit im Zweifelsfall die anderen Quirlinge sich auch eine Meinung bilden können, wenn sie das denn möchten. Und das hier unten, das werden wir nicht schaffen. Und dann die Werte sehen so aus. Also Angriff, Furcht, Vitalität, Initiative, Präzision, Glück, Ausweichen, Blocken und magischer Schutz. Genau. Also bitte mal sagen, was da kommen soll, beziehungsweise eigentlich ja nicht, weil ich werde... Ah ne, doch, mach mal so. Bitte sag, was da kommen soll. Ich werde nach der Episode, die ich jetzt ja gerade aufzeichne, nochmal eine Pause machen. Das heißt, ich kann dann nochmal vor der letzten Episode nochmal auf eure entsprechenden Vorgaben und Anregungen eingehen. So, du kommst aber wieder in die Arena, weil du erst Level 3 bist. Und ich dich jetzt in den letzten Kämpfen hier wahrscheinlich nicht benutzen wollen würde. Oder? Na, kann schon sein, dass man den auch für den Endboss benutzt. Aber anderes Thema, wir gehen über zum krawalligen Kravion. Das war der Zomboid hier. Der bekommt den feurigen Sprengstoff. Oder bekäme, wenn es denn soweit wäre. Wo wäre das denn? Hier. Bewirkt beim Ziel und einem dahinterstehenden Feind. Ah ja, das ist nicht schlecht. Okay, und an Werten hast du auch nichts mehr. Das soll ich mir selber ausdenken. Beziehungsweise Kravion meinte, ich soll das Hufeisen-Attribut nehmen. Das ist Glück
zeigt, wie wahrscheinlich es ist, einen kritischen Treffer zu landen. Okay, also das müssen wir steigern, aber können wir im Moment nicht machen. Ansonsten, Richard, das ist schon eine Mumie geworden, genau. Ja, ich glaube, ich mache jetzt hier gar nicht mehr so lange rum mit euren ganzen Vorgaben. Das wird sehr viel wichtiger werden in der nächsten Staffel. Wir lassen das jetzt mal so, irgendwie werden wir das schon hinkriegen. Wir werden jetzt noch zwei Sachen errichten, und zwar in dieser Episode noch eins und in der letzten Episode das letzte. Und wir errichten, was haben wir denn hier, den Obelisken, was macht der? Lockt wandernde Seelen an, Totengräberseelen, also die Währung zum Ausbau dieser Stadt hier wird dadurch gegeben. Ist jetzt vielleicht nicht so interessant, das hier erscheint mir interessanter. Da bekommt man eine zufällige Komponente in einer, mit einer Chance von 50%. So. Und das bedeutet, wir müssen irgendeinen Knochenkumpan mal erschaffen. Wir haben genug, aber es ist auch logisch. Mehr Knochen für die Mühlen des Krieges. Auf dieser einfachen Schwierigkeit, dass man da genug hat. Bauen. Die Grabung ist viel zu weitreichend. Nein. Dies war kein Kampf. All diese Leichen wurden mit Absicht so platziert. Was? Das ist die Ausgrabung. Es besteht eine Chance von 50%, dass jeder Lakai, der an der Ausgrabung beteiligt ist, eine zufällige Komponente findet. Immer nach einem gewonnenen Gefecht, Questgefechte ausgenommen. Wir können hier noch einen Zomboiden reinstecken. Dazu bräuchten wir aber Seelen, die wir gerade nicht haben. Okay, so ist das dann halt. Das trifft auch auf alle anderen Ausbauaktivitäten zu. Das können wir alles nicht machen. Und wir müssen sehen, dass wir noch Totengräberseelen finden, um das hier machen zu können. Hoffentlich. Okay, so weit, so gut. Dann gucken wir uns an, was zu tun ist. Wir haben als nächstes hier den Questkampf vor uns und wollten wir machen. Hier diesen Weg hatten wir uns ausgesucht. Ein Ereignis, für das der aktive Gefechtstrupp oder Iratus persönlich gefragt sind. So, da sollte ich eine möglichst starke Gruppe zusammenstellen. So, da ich jetzt ein paar Tage Spielpause hatte, kann das nur in die Hose gehen. Aber ich denke mal, der panische Patrick und der sargflüchtige Sarlak sind gar nicht so schlecht, diese Level 6 und Level 5. Wir hätten hier noch den kratzenden Krappers, der ist Level 7. Mhm. Level 7 schlägt Level 5, tut mir leid. Und dann hätten wir ja vorne immer noch einen, ja, Moment, wo ist denn der? In der Leichenhalle. Ah, Level 6, Level 7. Genau, da war's. Dann nehmen wir hier das so und das so. Der namenlose schwarze Ritter. Na, wobei, sie ist ja noch... Ach, die sind auch gar nicht Heiler. Stimmt, richtig. Ja, dann machen wir das nicht. Total logisch. Dann bleibt ihr, wo ihr seid. Ihr seid ja nur am Trainieren. Und die anderen, die arbeiten ja in den jeweiligen Einrichtungen und sind nicht daraus poolbar. Mit anderen Worten, wir stellen was zusammen, wo wir noch jemanden brauchen. Also da müssen wir ja von den Klapper-Charlie draufsetzen. Das geht ja gar nicht anders. Vitalität, Initiative. Ich gebe Klapper-Charlie mal Vitalität plus 5. Einfach, weil ich es kann. Und weil das vielleicht in diesem Kampf schon wichtig wird. Und dann müsstest du, da wir irgendwas Tankiges brauchen, vielleicht doch mal vorn stehen. Und ganz hinten stünde ja eigentlich die Schützin oder das singende Geisterkind könnte da stehen. Was war mit dir, krawalliger Kravion? Kannst du von hinten, von ganz hinten deine ganzen Schüsse machen? Das kannst du gar nicht. Du kannst dich buffen, was aber nichts nutzt. Du kannst eine Kampfhaltung machen. Nee, das ist... Das, hinten kannst du nicht stehen. Dann vielleicht volle Geisterpower oder eine Mumie. Was kann die hinten machen? Ich weiß es nicht mehr, deswegen muss ich mir das anschauen. Die kann von hinten physisch attackieren. Kann nach vorne gehen. Kann... Na, das ist nicht schlecht. Moment mal. Der Geist kann doch von hinten auch wirken. Das kann er nicht machen. Stressen kann er von hinten. Das ist nicht so optimal. Dann vielleicht doch sie. Stressangriff. Ja, ich glaube, wir nehmen sie. Das singende Geisterkind und der panische Patrick. Im Duett. Es ist jetzt nicht die allerstärkste Gruppe, die ich zusammenstellen könnte.
gerade der Krappos. Ne, gerade der. Ach, das ist doch gar nicht der. Das ist doch der Falsche hier. So, den nehmen hier. Sag doch mal ein Wort, Mensch. Der Klapper-Charlie, der hat entsprechend noch nicht die höchste Stufe erreicht. Aber ich kann ja vielleicht noch ein Hirn ausgeben. Habe ich noch eins? Wo ist denn das? Ich habe noch ein Hirn der Stufe 5, was natürlich hier eigentlich verschwendet wäre, weil er hat ja gleich Stufe 5. Und alle anderen brauchen das da nicht mehr. Und ich habe nur diese beiden. Habe ich noch weitere Dinge? Du hast bisher hier schon ausgerüstet. Mehr kann ich dir ja gar nicht geben. Erhöht den Schaden gegen Elite-Gegner um 20%. Das sollte man vor dem Bosskampf einem geben. Stellt 15% des bewirkten Schadens als Vitalität wieder her. Das ist auch nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Der Lekai hat wohl nicht besetzt im Teamslot. Na, das ist Quatsch. Das machen wir nicht. Man könnte jetzt mit diesen beiden grünen Komponenten noch was reißen. Also du hast diese beiden zum Beispiel. Du hast die Knochen. Ja, lila Komponenten habe ich nicht, blaue auch nicht. Ich habe grüne Knochen, die kriegst jetzt mal du. So. Und von dem Fleisch kriegst du das Grüne. Das ist schon grün, das Fleisch. Und das sorgt dafür, dass ihr Werte wieder habt. Und dann bekommst du Schaden der Lakai, Stressattacken bewirkt. Rüstung. Du bekommst noch einmal Rüstung dazu, klappert Charlie. So. Und der kratzende Krappers hat dann zwei Punkte übrig, die ich bei ihm in die Vitalität packe. Einfach mal pro forma. Der panische Partikel auch zwei Punkte frei. Aber da warten wir mal noch. Wobei er wird das nicht schaffen, das hier bis über den Level abzusteigern. Insofern sollten wir sie jetzt ausgeben. Dass die Initiative Treffer und Chance. Du hast. Also ich gebe dir die. Ich gebe dir das Glück, Patrick. So. Dann seid ihr alle durch, ihr habt nichts mehr zu steigern. Dann wäre noch sehr die Frage, ob ich euch noch alchemistisch auflade. Wobei wir hier ja nichts mehr frei haben. Der kratzende Krappers hätte noch was frei. Wir hätten zur Auswahl weniger physischen Schaden, mehr physischen Schaden, kritischer Schaden weniger, kritischer Schaden mehr. Erhöht sämtlich bewirkten Schaden um 5%. Zauberkraft erhöht. Erlittenen Schaden weniger. Erhöht bewirkten Stressschaden um 10%. Seelenstein braucht. Was sind das? Ektoplasma. Macht es mal. Kein Gold, aber gut genug. Also Seelenstein und einen Blutdiamanten. Oh, wir haben grünes Blut, stehe ich gerade fest. Aber habe ich das gerade nicht gesehen? Naja, habe ich halt nicht gesehen. So. Habe ich kein Blut mehr. Schärpe aus Hexenhaut. Ah, egal, mach. Blutdiamant. Können wir hier noch was reißen? Du bekommst jetzt entsprechend. Du machst mehr Stressschaden. Du hast kein Blut in dir drin und du auch nicht, was bei so Geistern natürlich irgendwie logisch ist. Skelett hat auch kein Blut und auch der kratzende Krappers hat kein Blut. Das können wir hier nicht anwenden, das grüne Blut, was wir haben. Dafür bekommst du mal noch den Blutdiamanten dazu. Und wir hätten dann noch mehr Stressschaden. Wo ist das? Physischer Schaden. Erhöht bewirkten Stressschaden. Der Seelenstein, richtig. Das war diese Kiwi-Marmelade. Das sollte auch der panische Patrick nochmal bekommen. Bitteschön. Das hier nutzt nichts. Das hier Mutantenkrallen gegen Elite-Gegner. Das nehmen wir, wenn wir vor dem Endboss-Kampf stehen. Da muss ich überlegen, wer da hinläuft. Und da bekommt jemand das. Und das hier bewirkt. Das
also Vitalitätsschaden wird zur Heilung. Das wäre was für ihn. Alle anderen machen das eher weniger. Ich glaube, ein magischer Schaden wird dadurch nicht umgewandelt, richtig, oder? Wobei magischer Schaden ja auch auf die Vitalität geht. Also es müsste schon auch für magischen Schaden wirken. Egal, wir ziehen jetzt los. Wird schon schief gehen. Ihr zieht los mit ganz großen Schritten. Und zwar zu diesem Questereignis. Vielleicht müssen wir auch gar nichts kämpfen, wer weiß. Anscheinend bist du auf einen bewachten Schatz gestoßen. Eine Horde Menschen patrouilliert um eine provisorische Hütte in einer Höhle herum. Bisher haben sie dich nicht bemerkt. Du könntest einen Kampf vermeiden. Was sind schon die Reichtümer erbärmlicher Menschen für einen großen Nekromanten wie dich? Ihre Körper wären wahrscheinlich wertvoller als jeder Tant in der Hütte. Dennoch, deine Neugier ist geweckt. Ah. Sie haben Angst vor der Dunkelheit. Eine Todesfee soll das übernehmen. Das ist doch das singende Geisterkind, ist doch eine Todesfee. Was heißt das? Vermeidet ein Gefecht. Also, wir würden sie hiermit verscheuchen und könnten uns den Schatz der Hütte anschauen. Rein rollenspielerisch würde ich das eigentlich nicht tun, aber da ich es noch nie gemacht habe, mit einer solchen Option hier mal so eine Queste praktisch ja, auf kurzem Wege zu lösen und ich jetzt gerade zufälligerweise, ich wusste ja nicht, was vorher kommt, zufälligerweise hier die richtige Gruppenzusammensetzung habe, möchte ich das einmal probieren, um zu schauen, was da so passiert. Also, sie haben Angst vor der Dunkelheit. Eine Todesfee soll das übernehmen. Diese Wachen fühlen sich hier unten ganz und gar nicht wohl und schlottern vor Angst. Daher beschließt du, eine deiner Todesfeen vorzuschicken, um etwas Überzeugungsarbeit zu leisten. Es dauert nicht lange, ehe panisches Geschrei die Höhle erfüllt. Die Wachen nehmen die Beine in die Hand und fliehen. Sprengstoff untersuchen. Verbessert den Angriffswert von Lakaien? Oder alchemistische Substanzen untersuchen. Na, Vitalität ist gut. Alchemistische Substanzen untersuchen. Nach eingehendem Studium findest du einen Weg, dir die Substanzen zunutze zu machen. Deine Lakaien sind nun noch stärker. Verbesserte Einbalsamierung. Lakaien erhalten im Gefecht plus 5 Vitalität. Dauer permanent. Das trifft jetzt auf die Kollegen hier zu. Ist das so? Was ist das für ein Effekt? Wo sehe ich den? Der ist doch jetzt, also gilt ja für alle, weil es der Effekt, dass er an Iratus dran klebt, oder ist das jetzt, gilt der nur für diese Gruppe hier? Wenn er nur für diese Gruppe gelte, wüsste ich gerade nicht, wie wir den sehen sollen. Naja, das ist halt so. Es hat sich nichts getan, es gab ja kein Gefecht, und selbst wenn es ein Gefecht gegeben hätte, dass hier diese ganzen Heiloptionen, die sind jeweils von Questgefechten gelöst, also hat sich hier nichts Neues getan. Wir können deswegen noch den nächsten Schritt wagen in Richtung Gefecht. Da haben wir einen Golem dabei. Das heißt, wir müssen physisch kämpfen und dafür seid ihr jetzt nicht unbedingt die Allerbesten. Da ist eigentlich das da unten, also mit dem krawalligen Kravion, ist das eigentlich besser. Das heißt, wir nehmen den Charlie mal dahin und die Gruppe 2 zieht los. Wobei da die Frage wäre, ob man hier, ja, du wirst es nicht schaffen, die nächste Stufe zu erreichen. Deswegen sollte man da einen etwaigen Bonus dir dann nochmal gleich jetzt geben. Und du kannst besser ausweichen. So. Dann ist auch dein Pluszeichen weg. Du kannst von der dritten Position aus, kannst du nicht. Oh. Du musst ja eigentlich so kämpfen. Du kannst von Platz 3 aus physisch angreifen, das ist wichtig, wobei du da immer eins zurückrückst, das ist nicht gut. Ja, aber das geht. Du kannst von ganz hinten was machen, das ist richtig. Du kannst dich auch mit zurückziehen, jemanden buffen. Du kannst ab der oder von der zweiten Position aus magisch schießen, du kannst physisch schießen, du kannst alles Mögliche machen. Das ist richtig. Und das Skelett ist ganz vorne natürlich auch am besten aufgehoben. Okay, dann versuchen wir es mit der zweiten Gruppe. Jetzt hier in diesem Gefecht.
Okay. Der sagtrüchtige Salak ist am dransten. Hm. Tja, was machen wir? Der ist geschützt. Umleitung auf diese Einheit. Pestwelle. Naja, eigentlich müssen wir physisch werden. Auf ihn. So, da gehst du eins zurück. Ja, der Alte hat's verdient. Und der Klapper Charlie, der hat's nicht verdient. Der muss physisch angreifen. Das sollten wir zumindest tun. Greift zweimal an und bewirkt jeweils 40%. Das Ziel ist nicht gebufft, also machen wir dann das da. Ah, nicht schlecht. So, du solltest jetzt etwas tun. Eigentlich etwas tun. Und womit du zurückgehen könntest wieder. Ah, geh. Ich schicke euch mal nach links. Geht immer wieder nach links. Stärke durch Schmerz. Ja. So. Wobei, das war doof. Das war total doof. Das kann ich den magischen Angriff nicht machen. Das war undurchdacht. Naja, so ist es aber. Ich hätte es danach machen sollen. Naja. Furcht. Das kannst du gar nichts Sinnvolles tun. Ja, dann mach halt einen Stressangriff auf den da. Ich weiß, dass er geschützt ist, aber was soll ich machen? Ah ja, sogar umgeleitet. Der bufft sich. So. Plus 5 Angriff. Kritischer Schaden um 50% erhöht. Unendlich. Nicht gut. Du solltest schießen. Oder buffst du dich? Plus 50% Schaden. Kugelhagel. Magischer Angriff. Nee, du buffst dich mal. Schützengraben. Hihihi. So. Umkehren oder sterben. Wenn diese Einheit stirbt, stellen der Schwarze und seine Verbündeten... Okay, das ist nicht schlimm, wenn sie nichts zu heilen haben. Also habe ich einen Grund mehr, jetzt immer noch zuerst auf den Golem drauf zu hauen. Und das geht quasi nur so. Genau. Jetzt gehst du eins nach hinten. Jetzt kommst du dran. Du könntest den da machen. Schilddonner. Macht aber einen Stressangriff. Das will ich nicht haben. Wir müssen weiterhin auf den Golem draufhauen. Die beste Quelle für frische Leichen sind immer noch Helden. Klapper, Charlie. Wow. Okay. So, jetzt überlegen. Der haut gleich mächtig drauf. Werden wir schlecht verhindern können, oder? Terrorwelle, dann wird entsprechend... Wobei, der ist ja eh geschützt gegen Terror. Das ist schlecht. Ich muss eigentlich physisch draufhauen. Das Ziel ist in der nächsten Runde bewegungsunfähig. Hm. Oder auf Stress gehen. Also er macht ja physischen Schaden. Er hat ja schon mal nachgeladen. Also muss ich auf physischen Schaden jetzt auch draufbleiben, damit er dann den Finishing Move machen kann. Hoffe ich. Und das bedeutet, dieser Stressangriff fällt aus. Das fällt auch aus. Das fällt auch aus. Das fällt aus. Das fällt aus. Bleibt nur das übrig. Und dann ist er hier wahrscheinlich der Gefährlichste im Moment. Aber magischer Schutz. Ja, der haut drauf. So. Jetzt du. Kugelhagel. 38 bis 41. Magischer Angriff.
wäre hier geschützt, wäre nicht gut. Streuschuss. Fügt dem gewählten Ziel und zwei dahinterstehenden Feinden 80% zu. Das wäre nicht schlecht. Das ist ein magischer Angriff. Das hat wieder geblockt. Kanonenkugel. Das ist das, was wir brauchen. Kostet mächtig Zorn. Der Zombie rückt eins nach hinten. Aber das Ding bewirkt auch ordentlich Schaden. Attacke. Der hat keine Füße. Der hat doch gar keine Füße. Physischer Angriff greift zweimal an und bewirkt jeweils 40%. Das Ziel ist gebufft und so weiter. Das Ziel ist gebufft sogar zweimal. Also müsstest du viermal angreifen. Ist das so? Versuchen. Eins, zwei, drei, vier. So, und du machst dann hoffentlich hier den Finishing. Würde Teil der atemlosen Flut. Ja, das geht. Tja, Alter. Was nun? So, du. Bombardement. Du kannst dich jetzt nur sinnvoll buffen. Der lauernde Luther. Na, wir bleiben. Der ist echt gut geschützt, auch für alles Mögliche. Ob ich jetzt auf Stress gehe, aber er und er machen halt nur physischen Schaden. Naja, nicht nur, aber größtenteils. Der hat auch mehr Verstand als Vitalität. Bei ihm ist es genauso. Wir bleiben physisch und das heißt, dass du den hier machen musst. Auf ihn. Und du bleibst da, wo du bist und haust auch physisch drauf. Denn alles andere geht ja nicht, also bringt nicht so viel. Ja, der war gut. Das Ende naht. Ja gut, das werde ich nicht unterdrücken können. Das heißt, du machst jetzt den. Dieser Finger! So, ich will das hier machen. Dazu musst du eins nach rechts. Mach mal. Fügt dem gewählten Ziel und zwei dahinterstehenden Feinden 80% zu. Das ist, damit ist eines seiner physischen Schilder hier dann mal weg. Gut. Sehr gut. Mehr Material. Und dann muss... Na gut, das ist schlecht. Ich will ihm eigentlich das physische Schild weghauen. Aber du kannst ja bis auf Weiteres ohnehin nur magische Angriffe machen. Stressen will ich den nicht. Also musst du das machen. Du machst jetzt den physischen Schutz weg, den zweiten. Du machst den zweiten magischen Schutz weg. Und da ist er halt nackig, quasi. Und er hat immer noch weniger Vitalität als Verstand, also bleiben wir physisch. Der Ernte ist gekommen. Das war gut so. Hihihihi. Und du kannst 200% Schaden machen. Tu das jetzt. Hahaha. Mein Wille ist die Flut, die eure jämmerliche Zivilisation hinwegspülen wird. Genau so ist es. Und das bedeutet, wir haben hier
aufgelevelte Vampirin und Asmodee. Die beiden sind geheilt. Mana ist regeneriert. Das dürfte jetzt wieder auf 100 sein. Genau, da oben sehen wir es ja. Und wir haben Erfahrung bei Iratus gewonnen. Und das wiederum bedeutet, wir sollten uns anschauen, was er noch Schönes zu bieten hat. Ich hätte, glaube ich, auf das hier gespart, oder? Schattenbeschwörung. Beschwört bis Gefecht einen einfachen Schatten oder ein einfaches Todesfeld oder einen einfachen Geist. Nee, das wollte ich eigentlich gar nicht haben. Ich wollte das hier haben, um die Vampiren mir zu besorgen, was ich ja auch geschafft habe. Das heißt, Zerstörungszauber für den Kampf gegen den Elite-Gegner in der nächsten Episode sind, glaube ich, jetzt hier wichtiger. Blutige Hände, 50 Zorn, nachdem er ein Ziel mittels eines Zerstörungszaubers vernichtet hat. Das ist nicht schlecht. Was ist hier? 3 Punkte können wir nicht machen. Das hier ginge. Das haben wir aber schon. Richtig. Das hier ginge noch. Bewirkt magischen Schaden. Da ich nicht weiß, gegen was der Bossgegner am anfälligsten ist, hier kann ich ja irgendwelchen physischen Schaden machen, gebe ich Iratus jetzt die verfluchte Puppe. Und so kehren meine dunklen Kräfte zurück. Und dann geht das nicht, das nicht, das nicht. Was ginge denn noch? Das hier braucht 4 Punkte. Den einen Punkt sollten wir auch noch verwenden, weil wir ja nur noch eine Episode vor uns haben. Jedes Mal, wenn ein Lakai sein Ziel verfehlt, erhält Iratus 3 Zorn. Zum Rundenbeginn erhält der aktive Lakai für 2 Runden 2 Initiative, wenn Iratus wenigstens will. Oh, das ist nicht schlecht. Wobei, es halt nur Initiative. Das bringt ja erstmal nichts, außer der Reihenfolge. Das hier. Der ausgewählte Lakai bewegt sich 2 Positionen nach vorne und erhält plus 1 Aktion. Hält für eine Aktion mehr Präzision, oder? Alle Lakaien erhalten Initiative. Aha. Alchemie. Erhöht die Totengräber. Das ist alles im Moment nicht so wichtig. Was eigentlich hier Lakaien stellen nach einer Destillation? Was ist eine Destillation? Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch, was das ist. Ihr wisst das bestimmt. Ich glaube, wir geben ihm die Peitsche. Möchtest du einen kleinen Zaubertrick sehen? Iratus war so beeindruckt von diesen peitschenden, oberkörperfreien Rockträgern, dass er glaubte, das selbst adaptieren zu dürfen. Okay, jetzt gibt es hier irgendwelche weiteren Werte zu setzen. Der sagflüchtige Salak, habe ich da irgendwelche Vorgaben? Entweder nein oder ich finde sie gerade nicht. Naja. Du bekommst das hast du ja schon. Das ja war nicht schlecht. Ignoriert Rüstung oder ignoriert Blocken. Ich glaube, ignoriert Blocken ist nicht schlecht. Diener. Werte plus 2. Dann kriegst du den Angriff. So. Du hast nur ein paar Werte. 2 Punkte. Du kriegst die Rüstung erhöht. Genau, Rüstung plus 2 beim krawalligen Kravion. Und beim Klapper Charlie haben wir auch noch ein paar Werte. 2 Punkte sind zu vergeben. Und in Anbetracht der Tatsache, dass wir bald aufhören, kriegst du auch das in die Rüstung gesteckt. Okay. Damit seid ihr alle bedient. Hast du noch was? Nee. Ihr habt noch was. Wie sieht's hier aus? Ihr wart am Trainieren. Richtig, aber naja. So richtig fit seid ihr noch nicht für den Kampf, der uns bevorsteht. 2 Kämpfe sind's ja noch. Ihr beiden seid wieder heile. Also sollte ich das schon so irgendwie machen? Wer muss hier rein? Gar keiner. Klapper Charlie könnte sich vielleicht ein bisschen regenerieren müssen. Alle anderen scheinen mir sehr fit zu sein. Dann bleibt es so. Okay, gut. Damit ist diese Episode zu Ende und weiter mit dem vorletzten Kampf hier. Das scheint nicht so besonders Schlimmes zu werden. Dann diesem Grab, in dem irgendwelche Lakaien zu finden sind. Und dann dem Endbosskampf für die Minenregion geht's dann im nächsten Teil. Bis dahin.